herzlich willkommen zurück auf Maisy.at. Ich habe folgendes Problem, meine Zentralverriegelung schließt gar nicht mehr, bewegt sich nichts mehr. Wenn ich die Türverschließer sozusagen betätige oder den Schlüssel rumdrehe, passiert einfach gar nichts. Dem Problem werde ich aber heute auf den Grund gehen. Ich habe mich ein bisschen belesen auf T4 Wiki und würde einfach mal loslegen. Ich nehme euch natürlich mit, zeige euch ein bisschen, wie ich da vorgehe und werde einfach mal Schritt für Schritt alles abklappern. Also, wie gesagt, dreh den Schlüssel rum. Es passiert nichts. Der Haken ist unten. Der Haken bleibt oben. Und man hört auch nichts, man hört kein Relais klacken. Aufschließen müsste man auch wieder. Deswegen, was macht man zuerst bei elektrischen Problemen? Man prüft die Sicherung. Das wäre zumindest meine erste Idee gewesen. Also mache ich das mal. Also laut einiger Quellen soll in diesem Sicherungskasten, in Anführungsstrichen. Oh, da fällt schon was runter. Ja, so in hier irgendwie in der unteren Sicherungsleiste auf 10 oder so. Eine Sicherung klemmt, die dafür da ist. Also, ich weiß nicht, ob man es sehen kann, aber in diesem Sicherungsplatz war diese Sicherung verbaut. Aber ich glaube, man kann es nicht erkennen. Die ist durch. Also werde ich jetzt mal eine neue Sicherung besorgen. 15 Ampere Flachsicherung. Und dann probieren wir erstmal alles aus. Was war das jetzt? Okay, ich dachte, die wäre jetzt durch. Nee, noch nicht. So, dann gucken wir nochmal, was hier funktioniert. Okay, schade. Ich mache jetzt mal die Türverkleidung ab. Vielleicht kann ich ja dann sehen, ob da irgendwas hinter ist, was mir jetzt erstmal auffällt. Vielleicht schnell getan. Also mal einfach anfangen. Die Türverkleidung ist jetzt ab. Jetzt habe ich hier einen Stecker gefunden, der ist lose tatsächlich. Den werde ich dann mal einfach anstecken und dann vielleicht klappt es ja. Kleines Erfolgserlebnis so zwischendurch. Ich habe jetzt nochmal nachgemessen. Die braune Leitung ist ja Masse, Fahrzeugmasse. Die rote Leitung ist die, das Fahrzeug Plus. Ja, da müsste ja theoretisch 12 Volt und mehr anliegen. Das messe ich jetzt noch einmal nach. Mit einem Multimeter. Übrigens die beste Erfindung, die es gibt, wenn man Arbeiten an Elektrik macht. So, wir haben jetzt 12,6 Volt, wunderbar. Die weiße Leitung und die gelbe Leitung sind jeweils zum Schalten der Motoren. Sprich, sagt das Steuergerät auf, wird glaube ich, weiß jetzt nicht, gelb oder weiß, weiß ich jetzt nicht genau, müsste ich nochmal nachlesen, angesteuert. Wenn ich wieder zumachen will, wird genau die andere Leitung dann angesteuert und der Motor zieht in die andere Richtung, um dann die Zugfedern hier oben zu betätigen, die Schlösser zu betätigen. Wenn ich jetzt den Stecker wieder raufstecke, habe ich gerade schon probiert. Also am Motor hier selbst an sich ist alles gut. Ich werde den also jetzt nochmal kurz wieder festschrauben, dass der in seiner Position hängt. Und dann nochmal euch zeigen, was ich jetzt entdeckt habe. Wenn ich jetzt fokussieren, wenn ich jetzt hier betätige. Okay, also er macht kurz zu und dann wieder auf. Hat vorhin besser funktioniert, warum? Weil wahrscheinlich die Tür hier noch offen ist, genau so war das. So. Jetzt ist er zu. Auf. Zu. Auf. Jo, dann werden wir gleich nochmal die Türverkleidung anbauen und dann nochmal alles testen. Das Ganze ging schon wieder. Problem nur, dass jetzt die Sicherungen alle wieder kommen. Womöglich liegt es daran, dass hier irgendwo in der Tür, falls
ja anscheinend ein Kabelbruch vorliegt. Da muss ich nochmal ran. Gut. Also nachdem ich jetzt gerade die Sicherung ausgetauscht habe und alles wieder zusammengebaut habe fleißig, ist mir aufgefallen, dass die Sicherung wiederkommt. So, dann habe ich ja von dem bekannten Problem hier schon mal gehört. Ja, das ist hier dieser Faltenbalk, der hier direkt an der Türkante sitzt. Hier ist auch schon ein bisschen rostig. Also diese Stelle ist bekannt dafür, dass es hier auch mal zum Kabelbruch kommt. So, dann habe ich gesehen, dass hier auch schon Panzertape dran war. Mir dann gedacht, okay, ist ja der Kabelbaum für die Zentralverriegelung, geht hier hoch, den damit wenig zu tun. Da war ein Kabelbinder dran und dahinter, da ist Kupferdraht. Darum werde ich mich jetzt kümmern. Also nochmal ganz kurz zusammengefasst, was ist überhaupt passiert. Ich nehme mal einen Zeigestock. Hier an der Stelle schrapelt dieses weiße Kabel an der Karosse. Logisch, ist dann Masseschluss, hat zur Folge dann Kurzschluss und die Sicherung geht durch. Diese altbekannte Stelle, wie gesagt, ist dafür bekannt, dass dort immer wieder Kabelbrüche vorkommen, hier an dem, ja, an dem Gummiteil bzw. hier in der Falte zur Tür und der A-Säule. Ja, aber ich habe, wie gesagt, hier den Fehler gefunden, hoffentlich. Den werde ich jetzt erstmal flicken. Das Kabel ist wirklich, da ist nur die Isolierung durchgescheuert, das heißt, das werde ich jetzt nochmal einzeln abisolieren und dann hier nochmal eine gute Schicht Isolierband rumhauen, damit dann diese Stelle hier im Allgemeinen vor dem Stück Blech geschützt ist. So, ich habe jetzt hier was hintergeklebt, bedeutet, es sollte nicht mehr scheuern, jetzt zumindest nicht so weit, dass die Isolierung dann... Was ist das hier? Ich habe jetzt hier was angeklebt, damit das dann nicht mehr scheuert hier, zumindest nicht so viel, dass dann auch die Isolierung vom Kabel dann betroffen ist. Ich werde jetzt nochmal eine kleine Schicht rumwickeln und dann wieder zusammenbauen und dann nochmal probieren. Wunderbar.